Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute geht es um die betriebliche Übung. Sie ist ein arbeitsrechtliches Instrument, das Leistungsansprüche der Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber begründen kann. Ausgangspunkt ist stets, dass der Arbeitgeber eine bestimmte Leistung mehrfach gewährt hat, diese dann aber eines Tages nicht mehr weiter gewähren möchte. Klassisches Beispiel: Die Angestellte A arbeitet seit 5 Jahren im Betrieb des B und hat bisher stets ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld bekommen, ohne dass die Zahlung im Arbeitsvertrag ausdrücklich geregelt ist. Im 5. Jahr zahlt B der A kein Weihnachtsgeld mehr. Hat sie einen Anspruch auf Zahlung des Weihnachtsgeldes? Was könnte hier die Anspruchsgrundlage sein? Zugegeben, das ist eine nicht ganz einfache Frage. Die betriebliche Übung ist, wie so vieles im Arbeitsrecht, nämlich nicht kodifiziert. Als Anspruchsgrundlage bietet sich deshalb am ehesten § 611a BGB in Verbindung mit den Grundsätzen der betrieblichen Übung an. Bevor Sie sich in die Voraussetzungen stürzen, sollten Sie kurz die theoretische Grundlage der betrieblichen Übung ansprechen. Das BAG wendet die sogenannte Vertragstheorie an und konstruiert die betriebliche Übung als Angebot des Arbeitgebers, das vom Arbeitnehmer konkludent angenommen wird. Einige Autoren ordnen die betriebliche Übung dagegen nach der Vertrauenstheorie als Vertrauenshaftung ein. Inhaltlich unterscheiden sich die beiden Konstruktionen kaum, sodass in der Klausur keine umfangreichen Ausführungen zu diesem dogmatischen Streit nötig sind. Es bietet sich etwa folgende Formulierung an: Die Rechtsgrundlage der betrieblichen Übung ist umstritten. Unabhängig davon, ob man sie als vertragliche Vereinbarung oder als Vertrauenshaftung einordnet, müssen die im Folgenden behandelten Voraussetzungen vorliegen. Machen wir uns also nach und nach an die Voraussetzungen. Zuerst ist ein regelmäßiges und gleichmäßiges Verhalten des Arbeitgebers erforderlich, mit dem er eine Leistung gewährt. Als Faustformel gilt: Die Leistung sollte mindestens 3-mal gewährt worden sein, damit eine betriebliche Übung entstehen kann. Die Rechtsprechung, die die bereits erwähnte Vertragstheorie vertritt, sieht in dieser wiederholten Leistungsgewährung ein konkludentes Angebot des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer nimmt dieses konkludent an, wobei der Zugang entbehrlich ist, und zwar gemäß § 151 Satz 1 BGB. Kleine Wiederholung BGB.at. Denken Sie also unbedingt auch an die Annahme, die bei der Vertragstheorie der Rechtsprechung erforderlich ist. Subsumieren wir kurz: Arbeitgeber B hat 4-mal Weihnachtsgeld in gleicher Höhe gezahlt. Somit liegt ein regelmäßiges und gleichmäßiges Verhalten des Arbeitgebers vor. Sofern man darin ein konkludentes Angebot sieht, hat die A dieses ebenfalls konkludent angenommen. Kommen wir zur zweiten Voraussetzung, Subsidiarität. Auf die betriebliche Übung darf und muss nur zurückgegriffen werden, wenn es keine andere Anspruchsgrundlage gibt. Sie ist also unsere dogmatische Ultima Ratio. Eine andere Anspruchsgrundlage kann zum Beispiel § 611a BGB in Verbindung mit einer sogenannten Gesamtzusage sein. Bei dieser verpflichtet sich der Arbeitgeber nicht konkludent zur Gewährung bestimmter Leistungen, sondern erklärt seinen Willen ausdrücklich. Das kann zum Beispiel durch einen Aushang am schwarzen Brett oder heute eher üblich durch eine Rundmail an alle Mitarbeiter erfolgen. Hierin lässt sich überzeugender als bei der betrieblichen Übung ein Vertragsangebot sehen, das die einzelnen Arbeitnehmer konkludent annehmen. Neben der Gesamtzusage kommen natürlich noch viele andere vorrangige Anspruchsgrundlagen in Betracht, die wir hier nicht alle aufzählen wollen und auch nicht können. Wenn wir uns wieder unserem Fall zuwenden, subsumieren wir, dass hier keine speziellere Anspruchsgrundlage ersichtlich ist. Im Arbeitsvertrag war das Weihnachtsgeld nicht erwähnt. Weiter zur dritten Voraussetzung: Die betriebliche Übung darf nicht ausgeschlossen sein. Das ist zum einen möglich durch eine individualvertragliche Abrede zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Außerdem kann der Arbeitgeber sich absichern, indem er Leistungen nur unter einem sogenannten Freiwilligkeitsvorbehalt gewährt. Er muss klarmachen, dass die Leistung auf freiwilliger Basis erfolgt und keine Verpflichtung begründen soll. Arbeitgeber B hat das in unserem Fall versäumt. Die betriebliche Übung darf viertens nicht in zulässiger Weise beendet worden sein. Für die Beendigung gibt es eine Menge denkbarer Möglichkeiten.
Am einfachsten ist der simple Widerruf der betrieblichen Übung. Dieser ist aber nur möglich, wenn der Arbeitgeber ihn sich ausdrücklich vorbehalten hat. Ähnlich wie beim Freiwilligkeitsvorbehalt muss der Arbeitgeber also bereits am Anfang daran gedacht haben. Freiwilligkeitsvorbehalt und Widerrufsvorbehalt können in der Klausur übrigens auch AGB-rechtlich problematisch sein. Das BRG hat unter anderem entschieden, dass eine Klausel, die sowohl einen Freiwilligkeitsvorbehalt als auch einen Widerrufsvorbehalt enthält, wegen Intransparenz gegen § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB verstößt. Streitig ist, ob eine betriebliche Übung durch eine Betriebsvereinbarung beendet werden kann. Eine solche Vereinbarung schließen der Arbeitgeber und der Betriebsrat. Die gute Nachricht: Kollektives Arbeitsrecht ist zwar sehr spannend, aber nicht examensrelevant. Mit diesem Problem und auch mit Betriebsverfassungs- oder Tarifvertragsrecht allgemein müssen Sie sich also nicht beschäftigen. Wissen sollten Sie jedoch und jetzt wieder aufpassen, dass nach der Rechtsprechung des BRG eine Beendigung durch eine gegenläufige betriebliche Übung nicht möglich ist. Der Arbeitgeber darf also eine aufgrund einer betrieblichen Übung gewährte Leistung nicht durch eine Leistung mit Freiwilligkeitsvorbehalt ersetzen. Bis 2009 hatte das BRG das noch anders gesehen. Wenn der Arbeitgeber eine Leistung dreimal nur noch unter Freiwilligkeitsvorbehalt gewährte, wurde die bisherige betriebliche Übung durch eine neue Übung überschrieben, nach der dann kein Anspruch mehr bestand. Zum Glück der Arbeitnehmer geht das heutzutage aber zumindest nach Ansicht der Rechtsprechung nicht mehr. Und dafür lässt sich neben Billigkeitsgesichtspunkten auch § 308 Nummer 5 BGB anführen. Lesen Sie ihn bitte einmal durch. Der Rechtsgedanke dieser Vorschrift besagt, dass dem Vertragspartner des Verwenders der AGB, hier also dem Arbeitnehmer, für Veränderungen zu seinen Lasten nicht ohne weiteres ein Annahmewille unterstellt werden darf. Und genau das müsste die Rechtsprechung tun, damit die gegenläufige betriebliche Übung nach der Vertragstheorie wirksam ist, weil diese eine Annahme durch den Arbeitnehmer voraussetzt. Damit lässt sich festhalten, die Beendigung einer betrieblichen Übung ist nicht ohne weiteres möglich, sofern der Arbeitgeber nicht so schlau war, die Leistungsgewährung von vornherein unter einen Widerrufsvorbehalt zu stellen. Arbeitgeber B hat das in unserem Fall nicht getan. Er kann die betriebliche Übung also nicht wirksam beenden. Die A hat deshalb einen Anspruch auf Zahlung des Weihnachtsgelds. Zum Schluss schauen wir uns noch einen Problemfall an. Fallen unter die betriebliche Übung auch Arbeitnehmer, die neu in den Betrieb eintreten und noch nie die durch die Übung zugesicherte Leistung erhalten haben? Überlegen Sie zunächst einmal selbst, ob sich mit der Vertrags- oder der Vertrauenstheorie ein Anspruch begründen lässt. Nach der Vertragstheorie liegt noch kein konkludentes Angebot des Arbeitgebers vor. Und auch mit der Vertrauenstheorie lässt sich kein Anspruch herleiten, da für den neu eingetretenen Arbeitnehmer noch kein vertrauensbegründeter Tatbestand vorliegt. Das BRG konstruiert trotzdem einen Anspruch, und zwar mit folgendem Argument. Das Angebot des Arbeitgebers zum Abschluss des Arbeitsvertrags sei regelmäßig so zu verstehen, dass er, vorbehaltlich besondere Abreden, alle Arbeitnehmer zu den im Betrieb üblichen Bedingungen beschäftigen will. Gleichzeitig sagt das BRG aber ebenso, dass eine betriebliche Übung für neu eintretende Arbeitnehmer bei Vertragsschluss durch eindeutige Erklärung des Arbeitgebers beendet werden kann. Am Ende liegt hier also ein Auslegungsproblem vor, wie ist die Erklärung des Arbeitgebers zum Abschluss des Arbeitsvertrags nach § 133 und 157 BGB zu verstehen. In der Regel sollen die betriebsüblichen Bedingungen Vertragsbestandteil werden, der Arbeitgeber kann sich aber auch dagegen entscheiden. Wenn neue Arbeitnehmer tatsächlich von betrieblichen Übungen ausgeschlossen werden, haben diese allerdings möglicherweise einen Anspruch aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Dazu aber mehr in einem anderen Video. Am Ende können wir zusammenfassen. Die Rechtsgrundlage der betrieblichen Übung ist umstritten. Es kommen die Vertragstheorie des BRG und die in der Literatur vertretene Vertrauenstheorie in Betracht. Im Ergebnis muss der Streit nicht entschieden werden. In beiden Fällen müssen aber vier Voraussetzungen für einen Anspruch erfüllt sein.
Erste Voraussetzung einer betrieblichen Übung ist die wiederholte, gleichmäßige Leistungsgewährung durch den Arbeitgeber. Erwähnen Sie dabei das nach der Vertragstheorie erforderliche Angebot des Arbeitgebers und die Annahme des Arbeitnehmers. Zweite Voraussetzung ist, dass keine vorrangige Anspruchsgrundlage einschlägig ist. Dritte Voraussetzung ist, dass die Leistung nicht vertraglich ausgeschlossen ist und nicht unter einem Freiwilligkeitsvorbehalt steht. Vierte und letzte Voraussetzung ist schließlich, dass die betriebliche Übung nicht wirksam beendet wurde. Das geht nach neuerer BAG-Rechtsprechung nicht mehr durch eine gegenläufige betriebliche Übung, wohl aber durch Widerruf, wenn der Arbeitgeber sich den Widerruf bei Leistung vorbehalten hat. So, das war unser Video zur betrieblichen Übung. Wie immer freuen wir uns über Kritik und Verbesserungsvorschläge von Ihnen. Fürs Erste aber vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Video.